In diesem Video wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen die Verschattung von einzelnen Zellen oder Teilen von Modulen auf den Ertrag einer Photovoltaikanlage hat. Das heißt also, was passiert, wenn einzelne Teile des Solarmoduls verschattet sind, wie man das hier auf dem Bild oben links erkennen kann, dass diese Satellitenschüssel hier einen Schatten wirft auf das Solarmodul. Dies führt dazu, dass der Stromertrag der Photovoltaikanlage oder dieses Strangs der Module signifikant abnimmt. Das heißt also nicht nur proportional zu der abgeschatteten Fläche, die jetzt nicht voll bestrahlt wird, sondern der Verlust des Stromertrags ist deutlich größer. Was auch passieren kann, das ist auf der rechten Seite zu erkennen in den Bildern, dass bei Verschattung es dazu führen kann, dass es im Laufe der Zeit zu einer Zellschädigung kommen kann. Hier ist nämlich ein sehr extremes Beispiel, dass wir hier jetzt nur einen Hotspot haben, das heißt, es ist ein Bereich mit einer sehr heißen Stelle, die dann vielleicht auch durch eine nicht perfekte Zellstruktur in Kombination mit einer Verschattung, die laufend auftritt, es dazu führen kann, dass die Zelle Schaden nimmt. Man sieht auf der rechten Seite dann die hohen Temperaturen, die auftreten können in diesem Hotspot und es dazu führen kann, dass das Modul Schaden nimmt. In dem Fall kann man es hier erkennen, ist das Glas sogar gebrochen des Solarmoduls, sodass das Modul getauscht werden muss. Das heißt, wir wollen uns angucken, was hat das für Auswirkungen. Dazu brauchen wir natürlich auch wieder die IV-Kennlinie und wir wollen uns ansehen, wie sich diese IV-Kennlinie verändert. Machen wir folgendes einfaches Beispiel. Wir haben fünf Zellen, die in Reihe geschaltet sind, die unverschattet sind. Vierte Zelle und dann haben wir noch eine fünfte Solarzelle. Die sind jetzt in Reihe geschaltet. Die sollen jetzt unverschattet sein. Markieren wir die mal in grün. Also hier haben wir jetzt keine Verschattung. Die sind voll bestrahlt. Und dann haben wir eine sechste Solarzelle. Die soll nun verschattet sein. Machen wir die in rot. Das heißt, diese Zelle ist jetzt verschattet. Und sollen wir uns ansehen, was das für die Verschaltung dieser sechs Zellen in Reihe bedeutet, was das für Auswirkungen auf die IV-Kennlinie hat. Malen wir uns dazu eine IV-Kennlinie auf. Das heißt, wir haben jetzt hier die Y-Achse, malen wir wieder die Stromstärke I und wir haben dann auf der X-Achse dann die Spannung so darstellen. Spannung. Und nun wollen wir uns ansehen, was passiert jetzt mit den Zellen, wenn wir die in Reihe verschaltet haben und wenn nun eine dieser sechs Zellen verschattet ist. Also fangen wir an mit den fünf unverschatteten Zellen, also die IV-Kennlinie unserer unverschatteten Zelle. Sei also mal, hätte diese Form hier. Dann, das müssen wir noch ergänzen. Das hatten wir schon gesehen, dass die Zelle, weil sie sich wie eine Diode verhält, natürlich auch in den negativen Spannungsbereich gehen kann. Das ist jetzt also die IV-Kennlinie einer unverschatteten Zelle. Unverschattete Zelle. So, wenn wir nun fünf Zellen in Reihe geschaltet haben, ändert sich die Stromstärke nicht. Aber die Spannung vergrößert sich um den Faktor 5. Das heißt, wir sind dann hier. Das heißt also, fünf Zellen haben ungefähr diesen Verlauf hier. Wir sind dann ungefähr, so ein Zeichen, ungefähr hier und kommen dann hier runter. Ungefähr, naja, ungefähr so haben wir also dann unseren Punkt. Das heißt, unser MPP, der wird dann irgendwo hier in diesem Bereich liegen. Wenn wir das mal skizzieren, da sind wir ungefähr, ne, ungefähr hier in diesem Bereich. Ja. Hier, das soll also jetzt unser MPP sein, der fünf unverschatteten Zellen. Und nun stellt sich die Frage, was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt eine sechste Zelle dazu schalten, die aber verschattet ist? Das heißt, wir müssen uns dann angucken, wie sieht die IV-Kennlinie dieser verschatteten Zelle aus, wenn wir jetzt hier also unsere fünf unverschatteten Zellen haben.
Denn wir haben ja gesehen, die Gesamt-IV-Kennlinie ergibt sich aus der Summe der Einzel-IV-Kennlinien. Das heißt, also wir brauchen jetzt zunächst die IV-Kennlinie unserer verschatteten Zelle. Die sieht folgendermaßen aus. Also wir haben eine deutlich geringere Spannung und einen deutlich geringeren Strom in dem Fall. Denn was macht jetzt diese Zelle? Diese Zelle wird jetzt im Verbrauchsbetrieb betrieben. Die Leistung ist kleiner 0, das heißt also, wir haben eine Wärmeentwicklung. Das ist die Konsequenz, die wir bekommen. Das werden wir jetzt gleich sehen, wo das herkommt, dass die verschattete Zelle zu einer negativen Leistung führt. Zunächst also die IV-Kennlinie. Angucken, also machen wir dieses Beispiel, dass das hier die IV-Kennlinie ist unserer verschatteten Zelle. Und dann steigt natürlich die Stromstärke leicht an, wenn wir im negativen Spannungsbereich einen Betrieb haben. Das heißt, hier haben wir jetzt diesen ISC unserer verschatteten Zelle. Und nun machen wir folgende Betrachtung, um diese Gesamtkennlinie zu bestimmen, die gesamte IV-Kennlinie. Wir betrachten jetzt den Fall, was ist, wenn unser Zellstrang in Kurzschlussstrom betrieben wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier quasi die Verschaltung schließen. Wie groß ist der Stromfluss, wenn wir beim Kurzschluss, dort gilt natürlich, dass die Spannung 0 Volt ist. Daraus lässt sich dann ermitteln, wie groß der Kurzschlussstrom der gesamten Verschaltung ist. Die Informationen wollen wir nun einmal ableiten. Was wir nun also wissen müssen, ist, wie groß ist der gesamte Kurzschlussstrom im Fall der Verschaltung der fünf unverschatteten und der einen verschatteten Zelle. Das heißt, also wir sind ja hier oben beim ISC der fünf unverschatteten Zellen. Und was wir nun machen ist, als Konstruktion, wir spiegeln die rote IV-Kennlinie an der Y-Achse und prüfen, an welcher Stelle schneidet die rote IV-Kennlinie die grüne. Das ist die Bedingung. Das heißt, also wir haben ja gesagt, die Spannung soll 0 sein, die Gesamtspannung. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese Achse einmal, die IV-Kennlinie einmal spiegeln, dann schneidet die rote IV-Kennlinie die grüne an diesem Punkt. Und das ist genau der resultierende Strom, ISC, unserer sechs verschalteten, in Reihe verschalteten Zellen. Daraus lässt sich nun des Weiteren auch die Spannung ableiten. Was wissen wir? Die Gesamtspannung liegt hier unten, die addiert sich. Das sind natürlich unsere fünf unverschatteten Zellen plus die Spannung unserer verschatteten Zelle. Das heißt, wir landen dann genau bei diesem Punkt. Und hieraus lässt sich nun konstruieren mit dem ISC an dieser Stelle und dem UOC an dieser Stelle, wie die resultierende IV-Kennlinie ist. Wir haben hier einen deutlich anderen Verlauf, denn wir müssen jetzt ja die grüne Kurve vergleichen, wie die einbricht und sich dann zu der blauen Kurve verändert. Wir landen dann irgendwo auf unserer Kurve hier unten beim MPP. Das heißt, also das ist jetzt unser MPP an dieser Stelle. Der hat sich natürlich auch deutlich verändert. Der ist eingebrochen. Und was man jetzt halt auch beobachtet, dass die Spannung der verschatteten Zelle hier in dem Fall, dass die nun ins Negative rutscht. Das heißt also, wir haben hier im vorderen Bereich, der Bereich hier, da ist die Spannung größer 0 Volt. Und logischerweise muss natürlich dann, damit die Gesamtspannung 0 bleibt, dieser Teil hier muss die Spannung kleiner 0 Volt sein. Wir haben aber einen positiven Stromfluss durch unsere verschattete Zelle, sodass sich daraus dann ergibt, dass die Gesamtleistung dieser verschatteten Zelle negativ ist. Sie wird im negativen Bereich betrieben. Das heißt, sie verbraucht die elektrische Energie zu einem großen Teil, die fünf unverschatteten Zellen produzieren. Und was nun passiert ist, wenn sie die Zelle Energie verbraucht, die Zelle erwärmt sich sehr stark. Das sieht man jetzt hier oben auch auf diesen Hotspot-Fotos. Man kann es mit einer Wärmebildkamera sichtbar machen. Und das kann langfristig zu einer Schädigung der Zelle und damit dem Solarmodul führen. Das muss nicht zwingend sein, aber es kann halt passieren.
Sodass es zu vermeiden ist, dass Module verschattet werden. Das geht bei Freiflächenanlagen dadurch, dass man den Reihenabstand vergrößert bis zu einem gewissen Maß, dass man dann nur noch vormittags oder nur noch nachmittags bei niedrigem Sonnenstand eine geringe Reihenverschattung bekommt. Das führt dann dazu, dass der Jahresstromertrag um 1 bis 2% sinkt. Das lässt sich tolerieren und auch einplanen. Plant man eine Photovoltaikanlage auf einem Hausdach, ob das jetzt ein Flachdach ist oder ein Satteldach, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist, dass man dann dort Hindernisse berücksichtigt, ob das jetzt eine Dachgaube ist, es ein Kamin ist oder Antennen aufbauten, aber auch einen Baum in der Nähe, der einen Schatten werfen kann, der die Sonne verdeckt. Auch das ist zu berücksichtigen bei der Planung, sodass man vermeidet, dass es zu einer übermäßigen Verschattung der Module kommt, weil dies den Ertrag doch deutlich mindert. Man sieht das jetzt ja hier, dass die Leistung jetzt nicht nur um ein Sechstel sinkt, sondern um ja, ungefähr die Hälfte abnimmt, obwohl nur eine von 6 Zellen verschattet ist. Das heißt also, die Verluste sind signifikant größer als die verschattete Zelle. Was jetzt noch gemacht wird bei den Zellen, ist, dass man natürlich nicht 6 Zellen in einer Reihe hat, sondern dass man sogenannte Bypass-Dioden einfügt in die Module. Das heißt also, dass der Strom, der dann hier gegebenenfalls seine Richtung umkehrt, oder dass halt hier die Energie verbraucht wird, was wird gemacht? Der Strom kann außen an der Solarzelle vorbeifließen, sodass die Zelle gar nicht genutzt wird zur Stromproduktion. Führt natürlich dazu, dass man zwar leichte Verluste hat, die aber immer noch kleiner sind als bei dem Verlust, den man erhält, wenn die ganze Reihe ohne Bypass-Dioden verschattet ist. Das heißt also, was wird gemacht? Es gibt natürlich Techniken, wie gesagt, um diese Solarzellen dann besser zu betreiben mit diesen Bypass-Dioden, die dann hier entsprechend jetzt in dem Fall mal für jede Zelle einzeln. Typischerweise hat man bei Modulen dann Bypass-Dioden, dass dann immer, dass das Modul halbiert oder gedrittelt wird, also ein Drittel der Zellen jeweils mit einer Bypass-Diode verbunden sind, um die Verluste zu vermeiden. Das ist dann ein tolerabler Verlust des Stromertrags durch das Modul. Dennoch bei der Planung, wie gesagt, sollte man darauf achten, die Verluste dadurch zu minimieren, dass man gegebenenfalls ein Modul weniger installiert, als ein Modul dort zu installieren, wo es über mehrere Stunden am Tag verschattet wird.